Professorinnen und Professoren können und sollen inspirieren und Raum für fachliche und persönliche Entwicklung geben. Daher freue ich mich heute, den Preis für exzellente Lehre an jemanden zu vergeben, der dies im besten Sinne erfüllt. Das diesjährige Motto lautet interdisziplinäre Projektlehre. Dahinter steht die Idee, in konkreten Projekten Experten aus Forschung, Wirtschaft, Gesellschaft und Studierende mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen zusammenzubringen. Unser Preisträger hat dies, um nur ein Beispiel zu nennen, mit dem Runden Tisch für Agrobiodiversität auf wunderbare Weise umgesetzt. Er hat Studierende und Landwirte an einen Tisch zusammengebracht, um die Artenvielfalt in landwirtschaftlichen Nutzflächen zu fördern. Seine Studierenden lernen, sich selbst und ihre Teamkompetenzen einzuschätzen und übernehmen eine aktive Rolle in seinen Seminaren und Projekten. Er ermöglicht es, den eigenen Standpunkt zu entwickeln, nicht zuletzt mit dem Ziel, langfristig gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Dabei ist der Kollege eine Persönlichkeit, die nicht nur einzelne Studierende, sondern die gesamte Entwicklung der Projektlehre in seinem Fachbereich in den vergangenen Jahren, ich möchte fast sagen Jahrzehnten, geprägt hat. Der Preis für exzellente Lehre 2019 geht an den Kollegen Herrn Professor Dr. Riedel.